Moin, hier ist wieder eure grüne Ente und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Create Life. Heute, vielleicht hat der ein oder andere es jetzt schon im Intro bemerkt, ist eine kleine Sache anders. Und zwar habe ich mir mal ein etwas besseres Mikro gekauft. Und zwar, wenn wir hier jetzt mal reinsprechen, vielleicht merkt der ein oder andere, dass das Mikro ein bisschen besser ist. Ist jetzt kein überteures oder extrem heftiges. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, ob das so mit der Lautstärke in Ordnung ist, dass das gerade eben erst angekommen ist und ich mir ein bisschen unsicher bin, wie das jetzt mit der Lautstärke hier passt. Wir haben die 80 Abonnenten geknackt. Und vielleicht blende ich hier kurz ein, wie viele noch nicht abonniert haben und meine Videos schauen, denn in der Hoffnung, dass es dann noch mehr abonnieren. Aber das ist jetzt erstmal egal. Und eine Eierfarm dauert wahrscheinlich heute nicht so lange. Falls sich irgendjemanden interessiert, was für ein Mikro habe, kann ich unten auch in die Videobeschreibung reinstellen. Ich kriege dafür zwar kein Geld, auch wenn ich dafür Geld nehmen könnte, aber ist mir eigentlich egal. Und eine Eierfarm wird heute wohl relativ schnell gehen, deswegen ist es auch nur ein relativ kurzes Video. Ich würde mal kurz ein paar Trichter holen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt schon mal die wichtigsten Sachen zusammengecraftet. Ich stelle hier einfach mal ganz kurz eine Truhe hin. Ist eine komplett simple Farm. So, und dann brauchen wir noch die Slabs. Die packen wir hier in die Kiste, damit wir die immer noch öffnen können. Und dann bauen wir das hier halbwegs schön irgendwie mit Stein. Vielleicht bauen wir da hinten danach hier auch noch kurz die Weizenfarm ein bisschen effizienter um. Dann packen wir hier noch Teppich drauf, damit die Hühner da nicht irgendwie hängen bleiben in den Trichtern. So, und dann baue ich mich einmal ganz kurz hoch, baue das alles hier ein bisschen höher. So, schwupp, 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 schwupp. Und dann baue ich hier kurz vielleicht noch eine Treppe, damit man da hochkommt und die Hühner leichter reinwerfen kann. Craft einmal kurz ein paar Stufen und dann können wir hier einen relativ einfachen Weg hochbauen, vielleicht so, so. Und dann gehe ich gleich mal wieder auf die Suche nach Hühnern. Und die können wir dort dann irgendwie reinpacken. Ich habe mir mal noch schnell ein paar Leinen geschnappt und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Zeitraffer, bis ich wieder Hühner gefunden habe. So, hier haben wir jetzt auch schon unsere allerersten Hühner. Die nehmen wir am besten alle gleich mal mit. Ups, zack, zack. Und hier noch ein Huhn. Und da hinten sind auch noch einige. Mal schauen, ob ich die alle rechtzeitig jetzt nach Hause bekomme. Wahrscheinlich gehe ich gleich da vorne im Dorf noch einmal kurz schlafen, wenn ich hier alle Hühner mal eingesammelt habe. Ich habe zwar nur noch zwei Leinen, es wird dann auch ziemlich nervig mit so vielen Hühnern an, wenn dann irgendwie eins keine Lust mehr hat zu folgen. Und ich gehe einmal kurz ins Dorf und schlafe. So, ich war jetzt kurz im Dorf schlafen und ups, hier hauen auch schon die ganze Zeit irgendwelche Hühner ab. Und ich weiß nicht, wo die Leine von denen dann rumliegt. Und ich würde mal sagen, wir machen am besten eine kurze Zeitraffer, das ist dann am entspanntesten für euch. Und dann bis gleich. So, ich habe jetzt die ganzen Hühner hier jetzt eingefangen und wenn wir jetzt ein bisschen nach hinten laufen, sollten die Leinen gleich kaputt gehen und hier drin landen und auch schon das erste Ei hier. Und ich weiß nicht, wir nehmen uns mal von der Weizenfarm da hinten ein bisschen von diesen Weizensamen. Oh, hier haben wir auch einiges jetzt schon an Weizensamen anscheinend. Vielleicht machen wir es später auch noch mit dem Förderband und dann laufen wir hier mal ganz schnell rüber und füttern die Hühner. Put, 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 put. Alle einmal fütteln an. Natürlich mit Absicht hier reingesprungen. Und jetzt ist nur die Frage, wie ich hier wieder rauskomme. Wir sehen uns wieder, wenn ich draußen bin. Okay, ich bin jetzt wieder hier draußen. Kein Kommentar. So, ich bin jetzt wieder draußen. Und ich dachte mir, ich baue das hier oben vielleicht ein bisschen zu, damit man da nicht irgendwie aus Versehen reinfallen kann. Das wird mir wahrscheinlich nicht passieren, denn ich bin ja ein sehr guter Minecraft-Spieler. Und dann kann man hier vorne füttern natürlich. So war das natürlich gedacht. Zum Glück ist da auch niemand reingefallen jetzt. So, und was wir jetzt noch bauen können, ist hier vorne bei der Weizenfarm. Hier hat man nämlich ein
netter Zuschauer in den Kommentaren geschrieben, dass wir daraus erst Teig machen können und das Ganze dann billiger umcraften können. Das würde ich hier einmal ganz kurz nachschauen. Hier haben wir unser Brot und das können wir im Ofen oder im Lagerfeuer oder was wahrscheinlich am ehesten das sein wird, hier mit dem Teig. Wie kriegen wir Teig? Teig können wir mit einem Mixer und Wasser hinbekommen oder mit diesem Gepuste. Sonst würde ich mal sagen, reißen wir das hier mal ganz schnell ab und bauen hier eine kleine andere Schaltung hin. So, aus irgendeinem Grund hat die Aufnahme gerade eben nicht funktioniert. Ich hatte hier jetzt gerade eben eine kleine Schaltung, hier schon ein paar Sachen umgebaut, damit wir gleich hier die Sachen anschließen können. Und zwar brauchen wir gleich einmal die Crushing Wheels, die das Ganze als erstes zercrushen. Die können wir hier auch ganz am Anfang hier schon mal hinstellen. Dann habe ich hier noch Stangen und dann müssen wir hier noch irgendwie, Weizen, was hier dann gecrushed wurde, daraus kommen dann noch Samen, also Weizensamen. Die müssen wir hier dann auch irgendwie noch abtransportieren. Ich hoffe mal hier. Und dann machen wir hier mal eine kleine Kiste hin und fangen dort dann die Samen ab. Da haben wir so ein und so und drehen das Ganze einmal um, damit das Ganze sich aufsammelt. Und wenn wir jetzt die Crushing Wheels hinstellen, so, dann wird hier jetzt das Ganze durchgecrushed. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen, da wird das Ganze durchgecrushed und wenn wir Pech haben, kommt der Weizen raus, oder wenn wir Glück haben, kommt auch Weizen raus und diese Weizensamen und diese Weizensamen packen wir dann hier weg, denn damit kann unsere Maschine hier oben dann nichts anfangen. So, dann müssen wir das Ganze hier jetzt einmal noch braten. Dafür würde ich mir kurz Stein holen. Da habe ich meinen Stein und wenn wir den hier, ihr seht schon, das leckt hier oder backt hier ein bisschen rum. Wenn wir den hier so ein bisschen hin platzieren und hier den Ventilator dran, da werde ich schon direkt weggepustet. Und dann brauchen wir hier noch einen Brace Funnel, und der soll nur Teig aufsammeln. Nicht wundern, ich habe jetzt einige Sachen schon vorgebacken, damit ich ausprobieren musste, wie genau das funktioniert. Und dann brauchen wir noch Wasser, damit wir das Ganze hier durchwaschen können. Und dann können wir hier drüben jetzt schon mal weitermachen. Und zwar brauchen wir erstmal hier einen Brace Funnel und nehmen dort dann als Filter Brot einmal. Dann packen wir hier auch wieder so ein Gebläse hin, nehmen uns wieder Stein und hier auch Stein. Am besten baue ich das hier auf der gegenüberliegenden Seite auch immer mal zu, damit das hier nicht rausfliegt. Und packen habe ich Lava. Ich hole mal ganz kurz Lava. Gut, da habe ich meine Lava. Und wenn wir die hier jetzt gleich vorne da reinpacken, oder brauchen wir überhaupt Lava? Vielleicht ist das auch nur ein Feuerzeug, da wäre nur was braten. Ah ja, wir brauchen nur ein Feuerzeug. Feuerzeug habe ich sogar dabei. So. Und theoretisch sollte das Ganze jetzt auch funktionieren. Ich gehe einmal ganz kurz hier und nehme ein bisschen Brot oder Weizen weg. Und dann schmeißen wir einfach mal den Weizen hier rein und schauen, was mit dem passiert. Wenn ich hier rauskomme, wo ist das Weizen hin? Hier. Dann wird das Weizen jetzt gecrushed. Hallo Weizen, wo bist du? Ich schmeiße einfach nochmal Weizen rein. Jetzt kam hier was raus. Das wird hier dann hoffentlich gewaschen. Ich habe noch einen kleinen Fehler bemerkt. So, und jetzt kommt der Teig hier nämlich auch wieder raus. Und dann warten wir einmal ganz kurz. Hoffentlich wird das gleich zu Brot. So, ist zu Brot geworden. Und hier haben wir jetzt unsere Brotkiste. Perfekt. So. Gut. Das war es dann auch erstmal für die heutige Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht neu seid, könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und das war es jetzt auch. Morgen geht es dann weiter, wahrscheinlich mit der automatischen Lava-Farm. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.